Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Wie viel Zucker ist in Süßigkeiten? Ihr Lieben, ihr könnt hier sehen, heute mal mich nicht persönlich, sondern gleich schon mal die Lebensmittel. Das heißt, die Fragestellung der Patientin war, dass sie gerne Eis isst. Und wir haben hier mal so einen Eisbecher. Man muss sich aber vorstellen, das ist ja jetzt nur eine halbe Kugel. Wenn ich aber eine ungefähr golfballgroße Kugel habe, und das sind ja hier anderthalb, dann habe ich die Menge, also 4, 5, 6 Würfelzucker. Das heißt, wir haben Milchzucker mit drin, wir haben den Zucker drin und je nach Fruchtsorte haben wir ja auch noch die Frucht drin. Und daher ist das Eis einfach mit einer Menge an Zucker versehen. Es sind halt Kohlenhydrate. Dann ging es darum, dass gerne abends auch mal eine Tüte Eis, oder ihr kennt das, ihr seid unterwegs und schups, schnuffeln wir ein Eis weg, ist ja alles kein Problem. Also diese Tüte, ne, das heißt die Waffel an der Stelle, enthält in der Regel mindestens 4. Das ist jetzt hier ein XL-Eis zum Vergleich. Ne? Die Hand ist relativ groß, das ist eine große Eisgeschichte. Als Tüte haben wir sozusagen für die Waffel die Kohlenhydrate. Und dann haben wir noch, müsst ihr euch vorstellen, Golfball große Kugel 1, Golfball große Kugel 2. Und dann haben wir hier an der Spitze auch noch was drin mit Schokolade und ähnlichem. Das heißt, dann habt ihr Kugel 1, Kugel 2 und der ganze Rest. Das heißt, ne, wir haben jetzt hier auch einen hohen Anteil an Zucker mit drin, Milchzucker, der Zucker, der selber drin ist, ein Anteil in der Schokolade, in der Waffel haben wir das Mehl, was am Ende zu Zucker umgewandelt wird. Manchmal ist ja auch in der Spitze noch Schokolade drin. Das heißt, beim Eis, reines Kohlenhydrat, kommt nachher auch eine Menge zusammen. Dieses Eis ist total klasse, weil, ne, kann ich mir immer angucken, muss ich nicht essen, kann ich nicht essen. Das dann ist Diät-Eis. So, ihr Lieben, also ihr seht dann 1, 2, 3, 4, 5. Das sind nochmal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Würfelzucker. Also fast eine Handvoll Würfelzucker nur in dem Eis. Ja, kommen wir zu den Schokoküssen. Kennt ihr ja auch alle. Ne? Hier ist jetzt die Waffel nicht drunter, weil das eine künstliche Struktur ist. Aber ich finde es sehr gelungen. Ne? Sieht doch sehr gut aus. Und beim Schokokuss hat man immer 2 KE, also Kohlenhydrateinheiten. Und in diesem Falle haben wir 4 und nochmal 4. Wir haben ja einen Teil in der Schokolade drin. Und die Masse, die Schokoladenmasse innen drin, ist eben die Masse, die tatsächlich an der Stelle sozusagen den Zucker enthält, weil das ja Schaummasse ist, also aufgeschlagen. Das heißt, da haben wir auch nochmal 8 Würfelzucker drin. Und das ist ja jetzt ein normaler, ne, ein großer, wenn ihr überlegt, wie schnell man solche Schaumküsse essen kann und wie viel auch davon. Ja, hier nochmal ein Beispiel, ein Stück Kuchens, mochte die Patientin auch sehr gerne. Kennt ihr alle Silvester, ne? Berliner, Krapfen? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das überhaupt nennt. Heißt das bei euch auch so? Oft ist ja noch irgendwo ein Loch, wo sozusagen die Marmelade drin ist. Das heißt, für die Marmelade und das Obst haben wir den Anteil an Zucker. Dann haben wir sozusagen nochmal 4 und nochmal 4, also 8 Würfelzucker, die wir nehmen müssen für den Teig sozusagen. Das heißt, ja, es sind ja, wenn man das hier einmal durchtrennen würde, hätte man das helle Mehl sozusagen 2 Bereiche. Das wäre sozusagen der eine, der untere Teil, der obere Teil. Und was ich hier, was mir gerade auffällt, ist, was hier noch fehlt, ist der Zucker für den Zuckerguss. Ja? Der muss da ja auch noch mit zu. Wenn ihr Zuckerguss herstellt, ist ja so ein Teelöffel Zuckerguss nix. Das heißt, je nachdem, wie viel ich drauf mache, ich mache mal eine gesunde Mischung. Wir machen mal 3 statt 4. Aber wenn ihr insgesamt guckt, kommt eine ganze Menge an Zucker zusammen. Und wie kriege ich das Ganze wieder weg? Für 4 Würfelzucker müsst ihr in der Regel euch eine halbe Stunde bewegen. Das heißt, um den Zucker wieder abzubauen, muss ich hier mindestens, ne, eine halbe Stunde mich bewegen, damit ich das wieder wegbekomme. Also, ihr Lieben, guckt, 2 Füßchen hier. Ja, es sind keine Füße, aber symbolisch. Na, seht zu, dass ihr in die Bewegung kommt.
Und dann habe ich die Möglichkeit, das wieder abzuarbeiten. Wenn ich also an der Stelle, ne, so viel esse, oh, könnt ihr euch später nochmal selber in Ruhe ausrechnen, kommt eine ganze Menge zusammen, wo ihr ja, Bewegung braucht, um das wieder abzuarbeiten. Das heißt, abends auf dem Sofa findet das in der Regel natürlich nicht statt. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch genug geärgert. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Habt einen schönen Tag und vielen lieben Dank. Tschüss, eure Sandra.